Das gewürfelte Tuch. Dem Jungen war es so wirr im Kopfe, dass er lange nichts von sich wusste. Die Luft pfiff und sauste ihm entgegen, die Flügel neben ihm bewegten sich und in den Federn brauste es wie ein ganzer Sturm. 13 Gänse flogen um ihn her, alle schlugen mit den Flügeln und schnatterten. Es schwirrte ihn vor den Augen und es sauste ihm in den Ohren. Er wusste nicht, ob sie hoch oder niedrig flogen, noch wohin er mitgenommen wurde. Schließlich kam er doch so weit zu sich, um sich annähernd klar machen zu können, dass er doch erfahren müsse, wohin die Gänse mit ihm flogen. Aber dies war nicht so leicht, denn er wusste nicht, wo er den Mut hernehmen sollte, hinunterzusehen. Er war fest überzeugt, dass es ihm beim ersten Versuche ganz schwindlig werden würde. Seinetwegen flogen sie auch etwas langsamer als gewöhnlich. Als der Junge schließlich doch hinuntersah, meinte er, unter sich ein großes Tuch ausgebreitet zu sehen, in den eine unglaubliche Menge großer und kleiner Vierecke eingeteilt war. »Wohin bin ich denn gekommen?«, fragte er sich. Er sah nichts weiter als Viereck an Viereck. Die einen waren überzwersch, die anderen länglich. Aber überall waren Ecken und gerade Ränder. Nichts war rund, nichts gebogen. »Was ist denn das da unten für ein großes, gewürfeltes Tuch?«, sagte der Junge vor sich hin, ohne von irgendeiner Seite eine Antwort zu erwarten. Aber die Gänse um ihn herum riefen sogleich, »Äcker und Wiesen, Äcker und Wiesen!« Da begriff der Junge, dass das große, gewürfelte Tuch, über das er hinflog, der flache Erdboden von Schonen war. Er begann zu verstehen, warum es so gewürfelt und farbig aussah. Die hellgrünen Vierecke erkannte er zuerst. Das waren die Roggenfelder, die im vorigen Herbst bestellt worden waren und sich unter dem Schnee grün erhalten hatten. Die gelbbraunen Vierecke waren die Stoppelfelder, wo im vorigen Sommer Frucht gewachsen war. Die bräunlichen waren alte Kleeäcker und die schwarzen leere Weideplätze oder ungepflügtes Brachfeld. Die braunen Vierecke mit einem gelben Rand waren sicherlich die Buchenwälder. Denn da sind die großen Bäume, die mitten im Wald wachsen, im Winter entlaubt, während die jungen Buchen am Waldessaum ihre vergilbten Blätter bis zum Frühjahr behalten. Es waren auch dunkle Vierecke da, mit etwas Grauem in der Mitte. Das waren die großen, viereckig gebauten Höfe, mit den geschwärzten Strohdächern und den gepflasterten Hofplätzen. Und dann wieder waren Vierecke da, die in der Mitte grün waren und einen braunen Rand hatten. Das waren die Gärten, wo die Rasenplätze schon grünten, während das Buschwerk und die Bäume, die sie umgaben, noch in den nackten, braunen Rinden dastanden. Der Junge musste unwillkürlich lachen, als er sah, wie gewürfelt alles aussah. Aber als die Wildgänse ihn lachen hörten, riefen sie wie strafend, »Fruchtbares, gutes Land! Fruchtbares, gutes Land!« Der Junge war schon wieder ernst geworden. »Dass du lachen kannst«, dachte er, »du, dem das Allerschrecklichste widerfahren ist, was einem Menschen begegnen kann.« Er war eine Weile sehr ernst, aber bald musste er wieder lachen. Nachdem er sich an diese Art des Reisens gewöhnt hatte, so dass er wieder an etwas anderes denken konnte, als daran, wie er sich auf dem Gänserücken erhalten sollte, bemerkte er, dass viele Vogelscharen durch die Lüfte dahinflogen, die alle dem Norden zustrebten. Und es war ein Schreien und Schnattern von Schar zu Schar. »So, ihr seid heute auch herübergekommen«, schrien einige. »Jawohl«, antworteten die Gänse. »Was haltet ihr vom Frühling?« »Noch nicht ein Blatt auf den Bäumen und kaltes Wasser in den Seen«, erklang die Antwort. Als die Gänse über einen Ort hinflogen, wo zahmes Federvieh umherlief, riefen sie, »Wie heißt der Hof?« Da reckte der Hahn den Kopf in die Höhe und antwortete, »Der Hof heißt Kleinfeld, heuer wie im vorigen Jahr, heuer wie im vorigen Jahr.« Die meisten Häuser hießen wohl nach ihren Besitzern, wie es in Schonen Sitte war, aber anstatt zu sagen, dieser Hof gehört Per Matson und jener Ole Rason, gaben die Hähne ihnen den Namen, der ihnen selbst am passendsten erschien. Wenn sie auf einem armen Gütchen oder Kärtnerhäuschen wohnten, riefen sie, dieser Hof heißt Körnerlos. Und von den Allerärmlichsten schrien sie, dieser Hof heißt Friss wenig, friss wenig.
Die großen reichen Bauernhöfe bekamen große Namen von den Hähnen. Zum Beispiel Glückshof, Eierberg oder Talerhaus. Aber die Hähne auf den Herrenhöfen waren zu hochmütig, sich etwas Scherzhaftes auszudenken. Sie krähten nur und riefen mit einer Kraft, als wollten sie bis in die Sonne gehört werden. Dies ist Dübecks Herrenhof. Heuer wie im vorigen Jahr. Heuer wie im vorigen Jahr. Und etwas weiterhin stand einer, der rief, dies ist Schwaneholm. Das sollte jedermann wissen. Der Junge merkte, dass die Gänse nicht in gerade Linie weiterflogen. Sie schwebten über der ganzen südlichen Ebene hin und her, als freuten sie sich, wieder in Schonen zu sein, und als wollten sie jeden einzelnen Hof begrüßen. So kamen sie auch an einem Hof, wo mehrere große ausgedehnte Gebäude mit hohen Schornsteinen standen und ringsherum eine Menge kleiner Häuser. »Dies ist die Zuckerfabrik von Jort Berga«, riefen die Hähne. »Dies ist die Zuckerfabrik von Jort Berga«. Der Junge fuhr auf dem Rücken des Gänserichs zusammen. Diesen Ort hätte er kennen sollen. Er lag nicht weit vom Hause seiner Eltern entfernt, und im vorigen Jahre war er dort Gänsewirt gewesen. Aber alles sah eben ganz anders aus, wenn man es von oben aus betrachtete. Ei, ei! Obwohl Gänsemädchen Asa und Klein Mats, seine Kameraden von vorigen Jahren, noch da waren? Und was würden sie wohl sagen, wenn sie wüssten, dass er hoch über ihren Köpfen dahinflog? Dann verloren sie Jort Berga aus dem Gesicht und flogen nach Svedala und Skabersee und wieder zurück über Beringe Kloster und Henge Berga. Der Junge bekam an diesen einen Tag mehr von Schonen zu sehen als in allen übrigen seines Lebens vorher. Wenn die Wildgänse zahme Gänse trafen, waren sie am vergnügtesten. Dann flogen sie ganz langsam und riefen hinunter, »Jetzt geht's auf die hohen Berge, kommt doch mit!« »Kommt doch mit!« Aber die zahmen Gänse antworteten, »Der Winter ist noch im Land, ihr seid zu zeitig dran, kehrt wieder um, kehrt wieder um!« Die Wildgänse senkten sich nieder, damit die Zahmen sie besser verstehen konnten, und riefen zurück, »Kommt mit, dann wollen wir euch fliegen und schwimmen lehren!« Aber da fühlten sich die zahmen Gänse beleidigt, und sie antworteten auch nicht mehr mit einem einzigen Schnattern. Aber die Wildgänse senkten sich noch tiefer hinunter, so dass sie beinahe die Erde berührten, und dann hoben sie sich blitzschnell in die Höhe, als wenn sie über etwas furchtbar erschrocken wären. »Oi, oi, oi«, riefen sie, »das sind ja gar keine Gänse, es sind nur Schafe, es sind nur Schafe.« Die Gänse auf der Erde gerieten dadurch ganz außer sich und schrien laut, »wenn ihr nur totgeschossen würdet, alle miteinander, alle miteinander.« Als der Junge dies Gezänke hörte, lachte er. Aber dann erinnerte er sich daran, wie sehr er sich ins Unglück gebracht hatte, und da weinte er. Aber nach einer kleinen Weile lachte er doch wieder. Noch nie war er so schnell vorwärts gekommen, und schnell und wild zu reiten, das war von jeher sein Vergnügen gewesen. Und er hätte natürlich nie gedacht, dass es da droben in der Luft so erfrischend sein könnte, und dass da ein so guter Erd- und Harzgeruch heraufdränge. Und er hatte sich auch nie vorgestellt, wie das wäre, wenn man hoch in der Luft dahin flöge. Das war ja gerade, als flöge man weit weg von seinem Kummer und seinen Sorgen und von allen Widerwärtigkeiten, die man sich denken konnte.